So, hallo. Also hier ist wieder Gudrun. Ich bin hier vor dem Schlösschen in Heidelberg. Super Wetter heute. Wir machen gerade eine Pause. Und ich möchte euch nochmal erzählen, was wir jetzt heute Morgen auf der Jahreshauptversammlung hier gemacht haben. Ich war im Arbeitskreis für die neuen Ausbildungsleitlinien. Und neben mir steht jetzt Sören. Sören macht hier die Zertifikate für die Ausbildungen, für die Ausbilder. Und gerade für in dem Bereich gibt es einiges an Neuigkeiten. Und Sören, kannst du uns das mal vielleicht knapp zusammenfassend erklären, okay, was da jetzt auf die Ausbilder zukommt? Ja, die meisten haben ja schon mitbekommen, zum 1.10.2020 tritt der neue Leitfadenprävention in Kraft, die neuen Ausbildungsanfordernisse, auch denen wir natürlich auch entsprechen möchten, um weiterhin auch in der Gesellschaft anerkannt zu sein und eben auch von den Krankenkassen anerkannt zu sein. Deswegen ist es notwendig, die Ausbildung in Zukunft eine in sich geschlossene Ausbildung anzubieten, auch mit ergänzenden, fachübergreifenden Anteilen und da ein entsprechendes Curriculum zu erstellen, was ja auch schon für jede Ausbildung bisher notwendig war. Aber es wird notwendig, nicht nur den Ausbilder zu zertifizieren, sondern eben auch wirklich dieses Ausbildungscurriculum, nachdem dann ausgebildet wird, dass dieses anerkannt wird und zertifiziert wird. Also nicht nur der Ausbilder ist anerkannt oder zertifiziert, sondern auch das Curriculum entsprechend, um dann mit jeder Interessierte dann auch wirklich im Vorfeld schon sehen kann, okay, diese Ausbildung, die ich jetzt buchen möchte, ist anerkannt und damit bekomme ich auch mein Gütesiegel dann und kriege auch bei Bedarf meine ZPP-Anerkennung. Ganz genau. Na gut, also da wird für die Ausbilder ein bisschen Arbeit anstehen und das Ganze muss jetzt auch bis zum 1. Oktober 2020 gemacht werden, also ein Jahr Zeit. Ja, jetzt machen wir erstmal Mittagspause und genießen ein bisschen die Sonne und heute Mittag geht es dann weiter und ich werde euch nochmal davon erzählen, was dann passiert und was noch so alles hier beschlossen wird. Tschüss.